Zero Waste Cooking ist heute unser Stichwort und da geht es um abfallsparendes Kochen. Und dazu habe ich den Christian Fleiß heute an meiner Seite in seinem wunderschönen Garten. Und natürlich haben wir auch ein paar frische, herbstliche Gerichte im Gepäck. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Wir sind heute beim Christian Fleiß, der hat ein eigenes Catering-Unternehmen und wir sind da heute in seinem Schrebergarten. Da gibt es eine unglaubliche Dichte an Obst und Gemüse und da kochen wir heute drei tolle Gerichte. Und jetzt schaue ich mir vorher aber noch an, welche Challenge die Bettina für mich hat. Es ist Herbst und somit Erntezeit und nachdem du heute direkt im Garten kochst, sitzt du ja auch direkt an der Quelle. Bau einfach alles ein, was du so rundherum findest, ob Salat, Lauch, Birnen oder vielleicht auch Bohnen. Als zusätzliche Aufgabe schaut nur, dass so wenig Küchenabfälle wie möglich produziert. Und die Brennnesselsamen sollten in einem deiner Gerichte enthalten sein. Die werden wir natürlich gleich einbauen bei einem von den Gerichten. Und das mit dem Abfall passt, glaube ich, auch ganz gut, weil der Christian Fleiß hat sich nämlich dem Zero Waste Cooking verschrieben. Das heißt, er verwertet alles, was er verwendet. Und da werde ich mir gleich ein paar Tipps holen von ihm heute. Hallo Christian, grüß dich. Hallo Markus. Du, ich habe gesehen, du hast einen Wahnsinnsgarten, eine Hülle und Fülle an Sachen, die wir da verwenden können. Was kochen wir da jetzt eigentlich heute damit? Es ist so traumhaft schön, jetzt machen wir einen mediterranen Brotsalat. Da haben wir frische Kräuter drinnen, Gemüse aus dem Garten und da werden wir uns einfach bedienen. Gehen wir gleich mal ernten. Gehen wir ernten. Darf ich dir gleich eine Schüssel geben? Ja, dann schauen wir, was wir finden. Ja, da hängen sie schon unsere schönen Früchte. Wahnsinn, die haben schon eine Farbe. Ja, das sind die Ochsenherzen, schön. Da haben wir da. Mhm. Das ist eine ganz tolle Fleischtomaten. Zebra nehmen wir uns schon her. Da pflücken wir gleich ein paar. Und ein paar kleine süße Früchte nehmen wir uns noch. Aber das sind die Kirschtomaten, das sind so Datteltomaten. Die sind extrem süß und richtig gut zum Essen. Alles in Hülle und Fülle, damit wir verschiedene Geschmäcker haben. Magst du mal eine kosten? Gerne. Bitteschön. Mmh. Beide sind süß. Mmh. Richtig gut. So, jetzt haben wir das Basilikum da. Da haben wir dann verschiedene Paprika und Buschbohnen. Bohnenkraut wächst da schon. Eine schöne rote Paprika. Dann haben wir da herüben eine kleine gelbe Snackpaprika. Schau her. Ein bisschen Bohnenkraut. Das passt hervorragend dazu. Das ist, hat so diese mediterrane Note. Ne? Richtig pfeffrig, ne? Würzig, ganz gut. Ja, und Bohnen haben wir noch verschiedene andere Sorten. Die haben wir dann da hinten noch, die werden wir uns auch noch holen. Das sind jetzt die Buschbohnen. Ein paar Essblüten haben wir da noch, die nehmen wir uns auch noch mit. Ne? Ringelblume haben wir, Kapuzinergrässe. Dass es ein bisschen bunt wird. Genau, dass es ein bisschen bunt wird und gesund ist es auch. Ne? Antibakteriell, all die guten Eigenschaften. Ne? So. Und jetzt haben wir da unsere Bohnen. Die Blauhilde, das ist auch ganz eine spannende Sorte, die wird beim Kochen dann grün. Jetzt ist blau und nachher wird es grün. Dann die Gurken haben wir unten, das sind die kleinen Snackgurkel, bitteschön. Und jetzt haben wir noch ganz eine spannende Gurken, das ist die mexikanische Minigurke. Da gehen wir jetzt noch um und pflücken uns noch ein paar. Sehr gut. Farbenprächtig sind wir unterwegs. Das lauter schöne Kräuter, Essblüten, frisches Gemüse, Tomaten, frisch von der Stauden. Die Gurken sind auch super. Und schau dir die schönen Bohnen an. He? Die Bohnen gehören zu den Schmetterlingsblütlern. Und sie stammen ursprünglich aus Südamerika. Seit Anfang des 17. Jahrhunderts sind sie aber bei uns heimisch.
Dieses Gartengemüse ist auch eine spezielle Heilpflanze. Sie wirkt nämlich blutzuckersenkend, harntreibend und harnsäuresenkend. In den rohen Bohnen ist der toxische Eiweißstoff Fasin enthalten. Darum sollten rohe Bohnen nicht gegessen werden, vor allem nicht von Kindern. Aber nach einer Kochzeit von ca. 10 bis 15 Minuten ist das Fasin komplett zerstört. Man kann das Kochwasser verwenden und als Tee trinken. Das wirkt toll gegen Akne. Genauso kann man aber auch die Bohnenschalen trocknen, in kaltem Wasser mehrere Stunden einlegen, dann als Tee aufkochen, gegen Rheuma, Gicht oder Nierenbeschwerden trinken. Die Bohne hat auch einen ganz tollen Eiweißgehalt. Das heißt, sie ist ein super Fleischersatz. Aber auch noch ganz viel Vitamine und Mineralstoffe. Vitamin B, Vitamin A, aber auch Folsäure, Magnesium, Calcium und Phosphor ist enthalten. Es gibt zahlreiche verschiedene Bohnensorten mit unterschiedlichen Geschmäckern und einem Kaloriengehalt. Die schlanke Stangenbohne oder Fisole ist bestimmt die kalorienärmste. Bei manchen Menschen kann der enthaltene Zucker in der Bohne zu Blähungen führen. Dann legt man einfach die Bohnen für mehrere Stunden ins kalte Wasser ein und schwemmt so den Zucker aus. Natürlich gehen auch die wasserlöslichen Vitamine verloren, aber trotzdem bleiben nur ganz viele Mineralstoffe und gute Spurenelemente enthalten und man soll die Bohnen so oft wie möglich verzehren. Ja, und während die Bohnen kochen, schneiden wir uns unsere herrlichen Gartenfrüchte, also die Tomaten, die Paprika. Das richten wir uns alles für ein Brotsalat her. Was machst du mit den Abfällen dann? Da haben wir jetzt die Samen und das Kerngehäuse und das geben wir einfach wieder vom Kompost. Dorthin geben wir der Erde wieder das zurück, was sie eigentlich immer genommen haben vorher. Ne? Ja. So schließt sich der Kreis, wird wieder Erde und im nächsten Frühjahr kann ich wieder neue Pflanzen anpflanzen. Aber mit den Samen ziehst du dann für nächstes Jahr schon wieder die Pflanzen, oder? Genau, da habe ich die schönsten Früchte ausgewählt und die Pflanze dann wieder an und dann weiß ich ganz genau, welche Sorten ich habe. Das sind alles samenfeste Sorten, somit klappt das wunderbar. Sehr cool. Ja, und dann schneiden wir unsere Brotwürfel für unseren Brotsalat und rösten den im Olivenöl und Knoblauch ein bisschen an. Warum jetzt genau Brot im Salat? Du, wir haben immer wieder Brotreste. Das ist ein altes Scherzel oder irgendwas. Und das vom Vortag, das Brot, das isst dann keiner. Und wir verwenden das. Ja, und da hat man eigentlich ein wirklich vollständiges Gericht. Ja, das ist super. Mit dem Olivenöl vor allem. Gell? Und wenn man weiß wie, dann braucht man eigentlich nie wieder ein Brot wegschmeißen. Genau. Jetzt haben wir nur ein bisschen Kräutersalz und dann sind wir da eigentlich schon mit dem Brot fertig. Da wird es ganz viel mit Kräuter, gell? Genau, nein, Kräuter sind einfach in der Küche omnipräsent. Es ist einfach wichtig, überall einen guten Geschmack hineinzubringen. Und das haben wir da mit der Frische, bei dem schönen frischen Kräutersalz. Übrigens auch für unseren Brotsalat. Da geben wir jetzt auch ein bisschen Salz dazu. Nicht allzu viel, weil wir haben ja im Brot auch schon was drinnen. Frische Kräuter, ne, haben wir dazu. Und wir marinieren das natürlich auch mit feinen, milden Apfelessig. Apfelessig ist für die Säure. Ja. Das ist ein milder, deswegen darf man da ein bisschen mehr nehmen. Und reichlich Olivenöl, das ist ganz wichtig, weil das saugt ja das Brot dann so schön auf. Ne? Und wir haben richtig schön, genau so geschmacklich. Und das braucht auch eine Zeit. Ne? Das muss einfach so herrichten jetzt. Da hat man keinen Stress beim Essen. Weißt? Die Gäste kommen, ne? Da hat man den Brotsalat schon mariniert, der zirkt schön. Hat eine halbe Stunde Zeit, sich durchzuziehen. Und dann schmeckt er richtig gut. Traumhaft. Ja, und jetzt machen wir uns als Topping eine schöne Schafskäse-Kräuterpraline. Und da zupfen wir uns die Blüten und die Kräuter und dann wälzen wir uns schon unseren Schafskäse da drinnen. Und fertig ist unser Brotsalat. Ja, schaut traumhaft aus. Also richtig bunt und ich bin mir sicher, der schmeckt auch genauso. Aber jetzt brauchen wir ein Foto für die Bettina. Das machen wir. Und dann, denke ich, können wir ihn schon essen. Wunderbar, dann genießen wir ihn. Als Hauptgericht machen wir dann den Zander im Salatblatt und dazu marinieren wir zuerst einmal den Fisch mit ein bisschen Ingwer, Knoblauch und frischen Gartenkräutern. Ein bisschen Olivenöl und dann haben wir den Fisch schon mariniert. Und wie setzt du jetzt das Risotto an? Weil ich sehe nämlich keine Zwiebel. Genau, wenn wir einen Lauch haben, da haben wir die schönen weißen Teile, die nehme ich her, statt der Zwiebel, setzt das Lauchrisotto ganz klassisch an, ein bisschen Olivenöl, Buttermischung, den Lauch, den weißen schwitze ich an drinnen, kleingeschnitten natürlich und dann kommt der Reis dazu. Der wird dann
leicht mitgeröstet, ne? Wird dann abgelöscht mit Weißwein und zum Schluss gießt mit einem heißen Gemüsefond auf und kocht den Reis so lang, bis er einfach von der Struktur her so ist, wie man gerne haben möchte. Zum Schluss wird es dann gefinisht mit einer Lauchpaste und da kommen die grünen Teile hinein vom Lauch mit Olivenöl, werden die fein gemixt, zuerst gekocht und dann gemixt und dann haben wir eine tolle Paste, die grünen Teile des Lauchs. Grün, gell? Genau, schmeckt gut und hat natürlich auch eine besonders schöne Farbe. Der Lauch oder auch Poire, beides ganz genau das gleiche Gemüse, gehört zu Knoblauch und Zwiebel und somit zu den Narzissengewächsen. Er hat einen angenehm würzigen Geschmack und ist daher ganz besonders beliebt bei uns. Er hat tolle Inhaltsstoffe. Er hat ganz viele Ballaststoffe wie das Inulin enthalten, das nur von den Darmbakterien zerlegt werden kann. Somit wirkt es auch anregend auf die Darmbakterien und reguliert unsere Darmflora. Es kann aber auch sein, dass manche Menschen das Inulin nicht vertragen und es dann zu Blähungen führt. Er hat auch noch ganz viele Vitamine, Spurenelemente und Mineralstoffe wie Vitamin C, B, Beta-Carotin, aber auch Vitamin K, das für die gesunde Konsistenz unseres Blutes verantwortlich ist oder auch das Calcium besser in die Knochen einschleusen lässt. Auch Phosphor und Mangan ist enthalten, das super gegen oxidativen Stress wirkt. Einen ganz besonderen Inhaltsstoff möchte ich aber nur hervorheben, und zwar ist es das Allicin, das durch das Zerschneiden in Allicin verwandelt wird. Das ist ein schwefelhaltiges ätherisches Öl, das gegen Bakterien, Pilze und Viren wirkt und somit vorbeugend gegen Infektionskrankheiten. Somit regt dieses super würzig, angenehm schmeckende Gemüse unsere Darmtätigkeit an, stärkt unsere Herzgesundheit, senkt unseren Cholesterinspiegel und stärkt unser Immunsystem. Schau, das duftet schon so klasse, das Lauchrisotto. Das kocht schon vor sich hin. In der Zwischenzeit werden wir uns um den Fisch kümmern, einen Fisch im Salatblatt. Und zwar oftmals wird er die äußeren Blätter werden nicht verwendet, die werden oft weggeben. Ne? Aber die können wir wunderbar noch hernehmen. Ne? Und zwar machen wir da den Fisch im Salatblatt, wickeln wir den ein und haben sozusagen keinen Abfall mehr vom Salat. Wie setzt du das um bei deinem Catering-Unternehmen? Machst du das dann auch so? Ja, ich schaue natürlich, dass ich möglichst Müllvermeidung mache. Ne? Das heißt, im Endeffekt sind es zwei Sachen. Effizient zu arbeiten, ne? Richtig zu kalkulieren, aber auch natürlich, ne, wichtig ist der Respekt vom Lebensmittel für mich, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß im Garten, wie lange das dauert, bis das Lebensmittel dann produziert worden ist, ne, muss ich natürlich einen gewissen Respekt haben und deswegen verwende ich das ganze Lebensmittel, also, weil da ist ja überall Geschmack drinnen. Wenn ich jetzt die Schalen vom Gemüse hernehme, ne, habe ich überall am besten Geschmack. Die sind sogar geschmackvoller als das Innenleben. Das heißt, die Schale ist einfach toll und deswegen sollte man es nicht weghauen. In dem Fall haben wir einen Gemüsefond gesetzt, was wir da jetzt zum Beispiel im Risotto haben, ne, und da ist ja der ganze Geschmack drin. Das ist ja so toll, weil wir als Köche an Geschmack brauchen, ne, um ein gutes Gericht herzustellen. Und bei mir ist es halt so, ich nehme die Schalen her, die haben viel mehr Geschmack, ja, und viel mehr Farbe und Röststoffe und habe somit keinen Abfall. Und das, was innen drin ist, das ist schon das Gemüse für die Beilage zum Beispiel. Sehr gut. Der Fisch ist jetzt fertig, gell? Genau, den müssen wir nur mal anbraten, ziehen lassen. Und dann können wir schon unser Lauchrisotto fertig. Jetzt frage ich dich, aber ich habe jetzt da nirgends, das waren jetzt die Filets gehäutet. Wo ist die Haut geblieben? Ja. Da die Haut haben wir natürlich nicht weggehauen. Die haben wir natürlich aufgehoben, haben wir da jetzt getrocknet. Ne? Eine knusprige Fischhaut machen wir jetzt. Ne? Die werden wir jetzt rausbocken, dass es so richtig resch und schön wird. Wie so Chips. Genau. Also als Deko, ne, werden wir die hernehmen und werden wir unser Gericht vervollständigen. Ja, also perfekte Verwertung. Der Fisch, der gart ganz sanft im Salatblatt da drinnen. Die ganzen Aromen bleiben erhalten. Ja, ne? Das ist eine super Farbe auch, gell? Genau. Salat, der wird schön grün. Ne? Nicht zu heiß, ne? dass der Fisch softig bleibt, dass die ganzen Aromen da drinnen bleiben. Und dann werden wir unser Risotto fertigstellen. Und dazu, dass es schön cremig wird, geben wir ein bisschen Parmesan hinein, ein bisschen Butter und natürlich unsere Lauchpaste, dass das Ganze eine schöne grüne Farbe kriegt. Ja, und was wir auch nicht vergessen dürfen, am Schluss die Brennnesselsamen von der Bettina. Die müssen wir noch einbauen. Perfekt. Die harmonieren natürlich toll mit dem Lauchrisotto. Ne? Und die werden wir gemeinsam mit unserer Fischhaut als Topping verwenden. Die Brennnesselsamen oder auch die Früchte der Brennnessel stammen natürlich von der Brennnessel ab, die zu den Nesselgewächsen kehrt. Die Brennnessel ist eine zweihäusige Pflanze, das heißt, es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die männlichen Pflanzen, die haben so Fäden mit Pollenkapseln drauf, die wiederum die weiblichen bestäuben. Die bilden dann diese üppigen Samenstränge aus, die man dann an trockenen Tagen ernten kann. Die brennen nicht, brennen dann nur die Blätter
und der Stängel, aber die Samen brennen nicht. Und die kann man dann zu Hause nur ein bisschen auflegen zum Trocknen und in ein Glas verschließen und aufbewahren und kulinarisch verwenden. Und da sind wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sie haben nämlich einen ganz angenehm nussigen Geschmack. Und so kann man es in Müslis, in Smoothies, in Pestos, in Brote oder auch über Fladenbrote geben. Sie haben sehr tolle Inhaltsstoffe, vor allem die Linolsäure. Das ist eine zweifach ungesättigte Fettsäure, die zu den Omega-6-Fettsäuren zählt. Die baut die Epidermis auf, das ist die oberste Hautschicht, schützt die Hautbarriere und schützt vom Austrocknen. Es sind aber auch noch Schleimstoffe enthalten, die super sind für unsere Atemwege. Vitamin C, A und E, des Freiradikalenfängers sind. Aber auch noch Mineralstoffe und auch ein Eiweißanteil ist enthalten. Die Brennnesselsamen sind richtige Vitalbooster, vertreiben uns die Müdigkeit und sollen auch unsere Libido anregen. Zumindest nennt man es auch das grüne Viagra und sie sind scheinbar früher im Kloster verboten worden. Also ich bin mir sicher, dass die Bettina von unserem Hauptgang begeistert ist. Und den werden wir jetzt gleich mal testen. Wunderbar, so grün. Sehr gut. Für unser Dessert hätte ich mir jetzt gedacht, eine geschmorten Birnen mit ein bisschen Physalis, Mascarpone-Creme und vielleicht ein paar Blüten. Jetzt habe ich ja gesehen, wir schöpfen ja aus dem Vollen da bei dir. Können wir uns vielleicht ein bisschen bedienen? Ah, da finden wir sicher das Passende. Ja, schauen wir mal, oder? Schauen wir. Die Birne ist ein Kernobst und sie hat eine Sammelbalgfrucht und gehört wie der Apfel zu den Rosengewächsen. Es gibt mehrere hunderte verschiedene Arten von Birnen, die je nach Geschmack, nach Fruchtfleisch für verschiedenste Dinge verwendet werden. Man kann zum Beispiel die Frucht der Birne für Kompott, für Gelees, für Marmeladen, für Chutneys oder auch in Wein einlegen. Man kann sie verbacken für Kuchen oder auch für Gebäck. Man kann die Birne aber auch trocknen und als Mehl verwenden. Das ist in früheren Zeiten gemacht worden und wirkt als Zuckeraustauschstoff. Aber es gibt zum Beispiel auch die Mostbirne, von der gewinnen wir den Saft und der wird zu Most vergoren. Die Birne wird auch ganz gern gesnackt und durch ihren niedrigen Säuregehalt wird sie auch ganz wunderbar vertragen. Sie hat einen hohen Ballaststoffanteil. Dafür ist der Pflanzenfaserstoff Lignin verantwortlich, der den Cholesterinspiegel senkt. Aber auch viele Vitamine sind enthalten, wie zum Beispiel die B-Vitamine, die für einen normalen Energiestoffwechsel sind, uns die Müdigkeit vertreiben, Gehirn stärken und den Kreislauf anregen. Aber auch der hohe Gehalt an Phosphor stärkt unser Nervensystem. Früher haben Heilkundige gesagt, dass man die grünen, unreifen Birnen gegen Durchfall essen soll. Aber die reifen Birnen, die regen uns richtig gut die Verdauung an. Im Frühling kann man die Blätter und die Blüten ernten und als Tee zubereiten. Das wirkt bei Nieren- oder Blasenleiden. Physalis gehört zu den Nachtschattengewächsen und ist somit mit der Tomate verwandt. Sie ist in so lampionförmigen Hüllen, die erst grün sind, gelb werden und dann trocknen. Dann sind sie erntereif. Diese orange leuchtenden Früchte mögen sie ganz besonders gern warm. Sie wachsen gut auf Terrassen oder am Balkon mit direkter Sonneneinstrahlung. Und wenn man sie im Geschäft kauft, dann soll man das nicht allzu oft machen, weil es nicht sehr nachhaltig ist. Sie kommen einfach aus südlichen, warmen Ländern, kommen ein bisschen weiter her. Sie haben einen angenehm zitronigen, süß-säuerlichen Geschmack und passen gut in Obstsalat oder als Dekoration für Nachspeisen. Sie haben auch ganz tolle Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel das Pektin, ein Ballaststoff, das die Blutfettwerte reguliert. Aber auch Vitamin A, C und B, Kalium und Calcium ist enthalten. Somit wirkt diese kleine Frucht stärkend auf unser Immunsystem, stärkt unsere Nerven und kräftigt unsere Herzgesundheit. Musik.
So, ja, perfekt. Jetzt haben wir alles gefunden in deinem Paradies, was wir brauchen für unser Dessert. Und zwar machen wir jetzt als allererstes, werden wir eine Birne in Spalten schneiden. Dann tun wir uns die Birne mit ein bisschen braunem Zucker anbraten und karamellisieren. Löschen das Ganze mit ein bisschen Weinbrand ab. Ein bisschen an Ahornsirup dazu, ein bisschen an Honig. Zum Schluss kommen dann noch ein paar Walnüsse rein. Dann, wenn das leicht einreduziert ist, geben wir ein bisschen Butter dazu, damit es schön sämig wird. Gleichzeitig schlagen wir uns dann unsere Mascarpone mit ein bisschen am Schlagobers auf, schmecken das mit ein bisschen Zimt ab und dann können wir das Ganze eigentlich schon anrichten. So, jetzt noch mit unserer Verbene und mit unseren Blüten noch ein bisschen finishen. Und dann mache ich noch schnell Fotos für unsere Bettina. Also wirklich ein tolles Menü, also wenn wir aus dem Vollen schöpfen können heute. Und man sieht, da steckt richtig viel Arbeit dahinter. Ja, es ist im Naturgarten so, die Natur gibt zurück, was man ihr gibt. Ne? Und in dem Fall, wenn man Kompostwirtschaft betreibt, also die Abfälle verkompostiert, hat man wieder die Nährstoffe und kann dann wieder ernten. Also das ist eigentlich immer so ein Kreislauf. Ganz tolle Sache. Und der Naturgarten ist grundsätzlich dann langfristig weniger Arbeit als wir, wenn man jetzt da alles geregelt und geradlinig hat. Und ich glaube, wir kriegen gerade ein Feedback von der Bettina. Das werden wir uns jetzt gleich anschauen. Da bin ich gespannt. Das schaut ja nach einer richtig guten, bunten Herbstküche aus, mit tollen Inhaltsstoffen. Und mit den reduzierten Abfällen, da habe ich mir echt tolle Tipps rausgeholt. Die Brennnesselsamen im Lauchrisotto, die sind ein tolles Topping, das schmeckt ganz bestimmt super gut. Sehr gut, haben wir uns gut geschlagen. Das hat dir gefallen. Heißt, jetzt können wir unser Dessert genießen. Sehr gut, das machen wir. Wir hoffen, unser Video hat euch heute gefallen und wenn ihr mehr sehen wollt, dann da klicken und wir freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert.